Nachdem Roland Koch das Amt des Ministerpräsidenten niedergelegt hat, tritt nun Volker Bouffier als sein Nachfolger in Hessen an. Was erwartet man in Gießen von seiner Politik? Naja, erwarten kann man so nicht sagen, eher befürchten würde ich sagen. Ich befürchte, dass sich nicht viel ändern wird zwischen Roland Koch und Volker Bouffier, weil Volker Bouffier auch einer von Ronnys Schergen ist und so der Corps de Mie Mittelhessens. Ja, viel wird sich, glaube ich, leider nicht verbessern. Ich habe die Ansprache von ihm im Fernsehen gesehen, die man so teils empfinden kann. Das, was er meinetwegen über Schulen gesagt hat, fragt sich dann auch, ob es so rüberkommt, wie er es angekündigt hat. Ja, letztendlich würde ich mal sagen, bin ich sehr skeptisch insgesamt. Ich erwarte, dass er das Richtige, was Koch angefangen hat, weitermacht, aber die Punkte, in denen Koch ziemlich versagt hat, auch aufholt und einen Kurs einschlägt, der vielleicht der meisten Bevölkerung und auch der Jugend besser tut. Allgemein gesprochen würde ich schon auch hoffen, dass er neue Akzente setzt. Er hat ja auch schon angekündigt, dass Integration für ihn ein wichtiges Thema ist. Und da würde ich mir auch wünschen, dass das ernst genommen wird, auch in der neuen hessischen Landespolitik. Ich hatte schon mit seinem Vorgänger Probleme und denke, dass er seine Politik weitgehend fortführen wird. Und das ist nach meinem Dafürhalten keine gute Politik oder fürs Land keine gute Politik. Dann ist sicher wichtig, dass Bildung weiterhin eine große Rolle spielt, Chancengleichheit und auch Sozialpolitik wieder mehr Bedeutung gewinnt, als das bisher in letzter Zeit war. Ist man aufgrund der politischen Herkunft Volker Bouffiers der Ansicht, dass sein Amtsantritt Veränderungen für Stadt und Landkreis Gießen mit sich bringt? Ich denke nicht, dass das große Auswirkungen für Gießen hat. Er wohnt ja schon länger in Gießen und hatte schon immer höhere Positionen inne und das hat bis jetzt nicht viel geändert. Ich denke mal nicht, dass er als Ministerpräsident sollte, er auf jeden Fall auch nicht, denn warum sollte er seine Heimat bevorzugen? Das wäre nicht gut für ein Oberhaupt, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für Gießen und Land Gießen gewisse kleine Vorteile bringen könnte, ja. Ich glaube es eigentlich nicht, dass es sich wirklich ändert dadurch. Ich glaube nicht, dass es so, was heißt weitgreifend, eigentlich so kleingreifend ist, dass er hier wirklich Veränderungen jetzt schaffen kann, dadurch, dass er Ministerpräsident geworden ist, bezweifle ich eher. Er ist bestimmt lokal mit der Stadt stärker verbunden als Roland Koch, klar. Wenn, dann wird er sich vielleicht für den Gewerbeverein stark machen oder auch für die kommende Landesgartenschau oder sowas, aber dass wirklich der Normalbürger viel daran merken wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also da er Gießener ist, können wir schon hoffen, dass er ein besonderes Augenmerk auf Mittelhessen legt, während ja Herr Koch besonders für Südhessen sich eingesetzt hat. Und das wäre jetzt an der Zeit, dass Mittelhessen mal dran ist und Mittelhessen besonders in den Blickpunkt für eine Entwicklung gerät. Das würde ich mir schon wünschen von ihm.